Einfach nur. Genau, jetzt. Ah. Verdammt ist das leer. Oh, ein Kleid. Das soll ich runterdrehen. Ja, Unreal Technologie, bla bla bla. Nein. So. Hammer. Gut, dann können wir ja jetzt anfangen. Schön. Haben wir es? 22, 28, ja, mal schauen, ob wir durchkommen. Spiel fortsetzen. Die Sicherheitsabriegelung ging schnell vonstatten. Es waren noch einige Leute drin. Weiß Gott, was das Gas aus ihnen gemacht hat. Bin schon hergekommen. Irgendwie. Suchen Sie sich lieber eine Gasmaske, mein Freund. Gerne. Problem. Da kann ich schon schnell. Fällt aus, schön. Wartungsteam bei Kühlstation 6 meldet. Ja.
halten müsste, dann ist das nicht Catherine, die hier. Ja, alles nicht, was ich kriegen kann. Sausch. Ich brauche nicht schleichen, dann muss ich sowieso angreifen. Thank you.
erstmal, es kommt schon durch. So. Schichtwechsel in 30 Minuten. Person, was haben wir denn? 4, 8. Die maximale Gesundheit. So. Zum Teil kann man nie zu wenig schaffen. Ach, Scheiße. Warum mal, das Glas ist doch kaputt, ne? Fuck. Dass ich hochheben kann. Ups. Scheiße. So. Bin ich als... Ich bin aber blöd, ich kann... Thank you.
Jetzt stehe ich wieder hier. Wäre gut, wenn ich gesehen hätte, was... gesehen hätte, was die Leute so gesagt hätten. Ich hab grad gar keinen Plan, wie ich hier rauskomme. Ah ja. Die schon wieder Luftzüge sind im Arsch. Holen Sie sich eine Gasmaske und evakuieren Sie sofort die Anlage. Dies ist keine Übung. Ich kratze jetzt erstmal an. Ich hab's jetzt verstanden, das Ding. Ich komme also auch durch den Spaltenkisten. Das ist gut. Wenn ich dann hier
problemlos. Wie ich dann wenigstens was zu tun habe. Können Sie mich hören, Captain? Wir haben nicht viel Zeit. Sie müssen sich beeilen. Was ist das? Was ist ab? So, nee, ich bin da nicht. Hey, ich hab Sieger verloren. Scheiße. Das GPS zeigt sie außerhalb der Gasspeicheranlage. Weiter! Ja, das ist schön, das ist so. Demichevs Männer haben Sicherheitszäune im Umfeld aufgestellt. Suchen Sie einen Außenposten. Sie müssen sie abschalten. Eigentlich gar nichts. Warten wir erstmal alles nach. Weiterer Waffentisch. Jetzt irgendwie unten neigt. Das ist jetzt bestimmt hier. Da, hoch machen. Bestimmt anders. Irgendwann irgendwie da runter gehen. Удалось установить личность убийцы. Говорят, он часть какой-то экспериментальной группы. Мир 12 их называют. Thank you.
Eben. Nicht gut. Hey, noch mal gut. Tschüss. Warte mal, reden. Komisch. Gut gemacht, Captain. Sie gehen jetzt besser. In diesem Bereich wird es bald von Soldaten und Kreaturen bimmeln. Scott! Oh.
Fritz zu sein. Scheiße gehabt. Das müsste es sein. Das war beinahe neigelöst, wenn ich den Mist. Jetzt geht's auch noch. Rohes E99 wurde hier zum Transport zum Kocher im Wagen geladen. Diese Wagen sind Ihr Weg hinein. Jetzt kriegst du gegen Ende noch mal richtig Geld um. Thank you.
Aber wer ist schön, dass ich da ein wichtiger was gefunden habe. Geschafft. Also lustig mit dem Raketenwerfer zu spielen. Ja, die Lage kann ich nicht. Sie müssten innerhalb der Anlage sein. Hier wurde so viel E99 verarbeitet, dass von selbst Zeitrisse entstehen. Finden Sie einen Riss. Kehren Sie so schnell es geht nach 1955 zurück. So, nee, das habe ich schon gerade alles gemacht. Geld. Jede Menge Geld. Oh. Heilung. Ah ja. Geht einfach, ne? Schade, kann ich nicht mehr auflesen. Gut. Bombe ein. Könnte vielleicht sein, dass ich derjenige bin, der die ganze Anlage hochgejagt hat damals. In der Vergangenheit. Sie sind weit genug drin. Sie müssten bereits einen Riss sehen. Benutzen Sie ihn, um den Aktivierungscode zum Laden der E99-Bombe zu finden. Dr. Petrov bewahrt ihn in seinem Büro auf. Ich wünschte, es gäbe einen einfacheren Weg, Captain. Ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie der Rest Zeit soll ich da gesehen, wenn der spricht. Ich will doch hier schreien. Schon gleich wieder über hunderte Leichen gestorben. Da war was. Irgendwas Interessantes. Naja, da kochen wir es hin.
Bio vor. MG aus. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich habe mir mal gespielt. Was? Tag noch? Schön. Retro-Schwarz. Entscheidend. Ich hoffe, interessant, dass ich nochmal so viel Geld bekomme. Kann ich dann mal etwa hier den ganzen Kram für Xbox Sachen dann im nächsten
Schlauch mitnehmen. Ach, ich Da haben wir doch schon was. Schieße auf stehende. Stehende Soldaten auch noch daneben. Weiter. Ich erstmal in der Arme gestürmt. Ja, irgendwas Besseres zu finden. Ich finde mir das da. Also, jetzt ist bestimmt der Weg, das Ding, was mir im Weg auf der anderen Seite bleibt. Hat.
Ich bin so für... Das ist einfach umknackt. Zuerst wollte ich besorgen für die obersten Bürger in diesem Nebenprojekt zu erwähnen. Aber unglaublich ist ein türkische Fahne, die auf der Insel auftaucht. Nur ein Schubs. Hallo.
böse. Ich muss trotzdem was mit bösen. Ja. Oh, so. Ne, nichts Interessantes. Wahrscheinlich die Scheißspiele. Garantiert wäre alle angeschissen. Oh, nee. Schaut schon, ich muss das Ding jetzt mal verteidigen. Die Anlage ist sofort zu evakuieren. Moment mal. Ich weiß, dass es eine große Explosion in der Vergangenheit war. Könnte sein, dass ich das Ding hochgejagt habe. Die scheiß Singularität. Das ist sie. Ja, das ist der alte. Tante hier, die Catherine, die wahrscheinlich noch Vergangenheit sitzt. Nachdem sie mit dem Boot abgesoffen ist. Tja, wenn ich die Geschichte so sehe, scheint so wirklich
So, ich bin derjenige, der die ganze Anlage hochgejagt hat. So, ich bin der Grund, warum die Anlage hochgejagt wurde. Captain, Sie leben! Und die Bombe ist voll geladen! Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen sofort zum Reaktor. Auf zur Bahn! Sie wird uns zum Singularitätsturm bringen. Nehmen Sie sich hier, was Sie brauchen. Und dann los. Achso, ich hab mal hin. Ach, egal. Brauchen wir das und dann, hey. Das Ding ist zwar nicht schon, ja gut. Wir müssen wirklich los. Ja, ja, wir müssen los. Das ist mir schon klar. Dann machen wir mal los. Super. So. Das dürfte ja dann das Kapitel sein oder so, ne? Wir sind fast bei der Singularität. Demitschew glaubt, das ZMG, das sie tragen, kann eingesetzt werden, um sie einzudämmen. Er irrt sich. Wie kann Demitschew nur glauben, so etwas könnte man kontrollieren? Wir müssen dorthin, ehe Demitschew uns stoppen kann. So viel Geld, wie ich hier kriege, könnte ich das dann wahrscheinlich schon machen. Auf einen schweren Schwierigkeitsgrad alles noch. Wegen der Singularität ist dieses Gebiet das Zentrum der Zeitstörung. Wir müssen vorsichtig sein. Die Energiewellen bewirken offenbar, dass 1955 in die Gegenwart sickert. Demitschew kommt näher. Diese Störungen sehen aus, als würden sie den eigentlichen Zeitschuss ändern. Schlöden. Was war das? Seien Sie vorsichtig, Captain. Dieser Mutant sieht irgendwie anders aus. Hat die Zeit diese Kreaturen etwa noch mehr verändert? Stimmt doch so eine Krücke, die...
Ja. Wir müssen schnell sein. Dalla, mir nach. Nö, jetzt hat sich das Ganze mal so. So, Aufnahme. Ups. Ich dies sind die Audioaufzeichnungen von Dr. Demichev. Eben sah ich Dr. Marik das erste Test mit dem ZMG. Ein faszinierendes Gerät, das den temporalen Zustand von Objekten ändert. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es funktioniert. Ein Beweis für Dr. Marisovs Genialität. Es könnte sehr interessante Anwendungsmöglichkeiten geben. Dies sind die Audioaufzeichnungen von Dr. Demichev. Eben sah ich Dr. Marisovs ersten Test mit dem ZMG. Ein faszinierendes Gerät, das den temporalen Zustand von Feldtest gesehen. Ich krieg noch mal riesen Geld. Die sind schon mal. Passen Sie auf, Captain. Die Zeitrisse wirken sich stark auf die Vegetation aus. Ach, echt, Sherlock? Sherlock? Scheiße. Ich will noch das nützlose Geld enden. Wir müssen näher ans Epizentrum. Die Zeit selbst wird ausgehebelt. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns aufteilen. Ich bleibe hier und bereite die Ausrüstung vor, während Sie in mein Labor gehen. Ich habe an einer Verbesserung des ZMGs gearbeitet, die erlaubt, mit Hilfe der Singularität einen Zeitriss zu schaffen. Dann müssen Sie zurück nach 1955 und die Zeitachse korrigieren. Gehen Sie, Captain. Finden Sie mein altes Labor. Darin ist eine Verbesserung für das ZMG, an der ich gearbeitet habe. Das sind die Audioaufzeichnungen von Dr. Barisov. Katorga 12 ist einfach eine unglaubliche Anlage. Ich kann es kaum erwarten, die Forschungen an E99 zu beginnen, aber noch interessanter finde ich es, mit Dr. Demichev zusammenarbeiten zu können. Seine Theorien zur Quantenphysik sind bahnbrechend. Gemeinsam erreichen wir sicher Großartiges. Ich sage mir jetzt ganz klar, ich soll in die Vergangenheit gehen, das Ding hochjagen. Geil. Das ist konventionell. Büro dann in Knallz.
eigentlich gegenseitig. Dies sind die Audioaufzeichnungen von Dr. Barisov. Das ZMG hat funktioniert. Ich konnte den temporalen Zustand eines Objektes ändern. Ich bin froh, dass Dr. Demichev es gesehen hat. Er war ebenso stolz wie ich. Aber dann fragte er mich, wann ich mit den Tests an Menschen beginnen würde. Ich rede natürlich ab. Hoffentlich ist das jetzt beigelegt. Also не, я ведь кино, чайс. Tschüss. So. Das sind die Audioaufzeichnungen von Dr. Barisov. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Dr. Demichev mir das ZMG immer noch abnehmen will. Also habe ich es in der E99-Höhle unterhalb des Labors versteckt. Die Strahlung des Mineralvorkommens dort wird die Energiesignatur des Gerätes überlagern. Was auch geschieht, Demichev darf meine Arbeit nicht in die Hände bekommen. Ja. Gut. Schön. Was aber? Kann man sich überhaupt was leisten? Nein. ZMG-Munition, Ampullen, ja. Echt eigentlich. Ampullen, Agil. Hä? Was ist das? Gehen wir mit unserem treuen Kanister los und. Fällt jemand. Finden Sie die ZMG-Station und kehren Sie so schnell es geht zum Singularitätsreaktor zurück. Ich bin jetzt dort. Warten Sie, bis Sie sie sehen, Reko. Nach all den Jahren ist sie immer noch voller Energie. In einigen Jahren ist das Ding nicht hochgegangen.
Ah ja. Ich sehe es kommen. Scheiße, wir machen jetzt nach und nach auf. Monster gewonnen. Teil ist zu Monstern geworden, der Teil ist zu Dingsbums. Das ist der Soldaten hier rumgerannt. Ah, nett. Hitzturm. Was ist das? Kontra. Was ist das? Ja. Singularität schluckt alles. Zeitmanipulationsgerät funktioniert! Geschafft! Glückwunsch, Dr. Barisov! Unglaublich! Ich hätte es nicht für möglich gehalten! Danke, Dr. Demichev! Hoffentlich kann man mit dem ZMG in der Welt helfen! Brauche ich nicht. Auf eine. Geld irgendwie ein. Dies sind die Audioaufzeichnungen von Dr. Barisov. Es reicht. Heute erfuhr ich, dass Demichev plant, in mein Labor zu stürmen und sich das ZMG mit Gewalt zu nehmen. Ich habe alle Kollegen davor gewarnt, ihm dabei zu helfen. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, was für verrückte Experimente er mit dem ZMG durchführen würde. Ja genau, ein ganz böser Buga. So, da geht's. War nicht sonst scheiße. Achso, nee, doch. Gehen wir mal hin. Wir haben ja eh keine Verwendung mehr fürs Geld. Schön danach machen. Ich hoffe, dass es danach kein Tschüss ist. Hey, der ZMG leuchtet da. Den ganzen Weg daran zurück. So eine Scheiße. Wenn hier Munition liegt, heißt das jetzt was gleich geballert. Das habe ich Mist getan.
Also. Echt, dass wir hier nur lackiert haben. Weil jetzt Ding keine Energie mehr bin ich. Ah, ne, guck mal, ich hab ja ne Brücke. Ich wüsste auch nicht, was ich mit dem ganzen Geld zähle. Achso, ne, doch. So, ne, da ist leer. Wir können ja mal weiter in der Munition gehen. So, Mann. Ich müsste nachladen, damit es funktioniert. Aha, jetzt was. So. So.
hier mal alles prüfe. Ich bin derjenige, der die Singularität vielleicht ein bisschen gemacht hat. Also scheiß Katastrophe wegen mir passiert ist. Das würde auch erklären, warum scheinbar die Vergangenheit soll und die scheinbar Singularität springen soll. An der Zeit. Ganz Geld kaufen wir jetzt den ganzen Scheiß hier noch auf. Wir haben noch 6000. Ich meine. 10 Millionen.
Broschen. Ja. Was hat denn das rein jetzt los? Ah ja, Monster. Wie nett. Das ist es. Jetzt rücken wir die Geschichte gerade. Setzen Sie das ZMG an der Singularität ein, um einen Riss nach 1955 zu öffnen. Zerstören Sie dann den Reaktor mit der E99-Bombe. Sobald die Singularität zerstört ist, kehrt sich die Geschichte wieder um. Gehen Sie, Captain. Und viel Glück. Ah, toll. Es ist tatsächlich ein Idiot, der auf alles warten muss. Sie arbeiten. Weil, wie nett ist hier. Was war das? Da ist jemand in der Kammer. Unmöglich. Oh Gott, Sie haben recht. Schnell, die Tür auf. Wir müssen ihn da rausholen. Nein, halt. Er hat eine Bombe. Eine E99-Bombe. Raus hier. Sofort raus hier. Trotzdem existiert sie noch. Haben Sie Spaß auf Ihrer Reise durch die Erinnerung, Captain? Sie sehen überrascht aus. All diese Anstrengungen, um die Singularität zu zerstören, dabei musste ich sie nur neu erschaffen. Jetzt geben Sie mir nicht das ZMG. Wir haben etwas übersehen, aber das finden wir heraus. Wir bekommen das hin. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Sie haben verloren. Ach, als. So, keine Waffen. Nur Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Das ist es. Die Singularität ist nicht das Problem. Sie sind in die Vergangenheit gereist und haben Demichev vor dem Feuer gerettet. Erinnern Sie sich? Haben Sie verändert. Und ihn müssen Sie zurückändern. Sie dürfen Demichev nicht am Leben lassen. Das funktioniert nicht. Sie haben es schon versucht. Und versagt. Erinnern Sie sich nicht, wer noch da war, Captain Renko? Demichev darf nicht! Der andere Mann waren Sie. Das stimmt, Captain.
Sie sind die Anomalie. Also ist der einzige Weg, die Zeitachse zu korrigieren, Sie müssen sich selbst aufhalten. Sich selbst töten? Sie verlangen von einem Mann, sich für ihre Fehler zu opfern? Wie oft noch? Ich bezweifle, dass Sie eine verlässliche Autorität sind. Rekov, hören Sie nicht auf ihn! Sie können die Welt retten! Sagen Sie, aber Captain, denken Sie nach, was Sie vor dem Ganzen hier waren. Eine Drohne im Schwarm. Ich kann Ihnen ein ganz anderes Leben bieten. Sie könnten alles haben, was Sie sich vorstellen. Geben Sie mir das ZMG. Und helfen Sie, die Welt zu regieren. Ist das eine Welt, an der Sie teilhaben wollen, Renko? Sehen Sie nicht das ganze Leid, das dieser Mann verursacht hat? Kein visionärer Führer ist ohne Kritiker. Renko, er ist kein Führer. Er ist ein Massenmörder, ein Diktator. Sie müssen ihn aufhalten, um jeden Preis. Benutzen Sie das ZNG an der Singularität. Reisen Sie zurück und töten Sie sie. Also, das klingt ja wirklich nach einem attraktiven Angebot. Oder Sie beweisen mir Ihre Loyalität, indem Sie Barisov töten. Dann gebe ich Ihnen unendliche Macht. Ihre Wahl, Captain. Ach, mein Gott, sag. Er ist tot. Captain, Sie haben gerade den mächtigsten Mann der Welt getötet. Aber das ändert nichts. Um die Geschichte zu korrigieren, müssen Sie zurück und sich selbst daran hindern, Demichev in dem Feuer zu retten. Na gut. Schießen wir uns. Was für eine Geschichte. Ich bin dabei. Sie dringen jetzt in den Luftraum von Katorga 12 ein. Verstanden, Red Fleet. Weiter auf diesem Vektor. Geschätzte Ankunftszeit in 3 Minuten. Ich weiß nicht, wieso wir diesen Flug machen müssen. Man sieht doch sowieso nichts. Militärische Aufklärung. Was für ein Witz. MR 2-1, Geschwindigkeit und Flugrichtung beibehalten. Verstanden, Red Fleet. Daran kann ich mich nie satt sehen. MR 2-1, MR 2-1, falscher Alarm. Wiederhole, falscher Alarm. Ihre Mission wird abgeblasen. Drehen Sie um. Ha! Was hab ich dir gesagt? Hier ist doch nie was Interessantes. Stimmt's, Kamerad? Was für eine Geschichte.
Okay, das ging zu schnell, das könnte ich nicht lesen. Spiel fortsetzen ist dann bestimmt. Neues Ding auf schwer. So, aber das war's jetzt erstmal. Ich muss nämlich morgen raus. Ich muss mich jetzt noch duschen. Morgen muss ich dann aufstehen. Gucken wir mal. Viel Zeit schon. Arbeiten. Ich verpasse mich schon wieder. Na gut. Was denn?